Hallo, zurück zu Infamous Second Son. Ich muss mich ein bisschen jetzt beeilen, bevor ich erschossen werde. Glaubst du, das DOP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört. Wieso lassen sich Leute sowas gefallen? Weil, wenn es darauf ankommt, die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Nee, das glaube ich nicht. Oh Mann, ey. Bin ich tot. Ja, klar. Ich konnte jetzt nicht entkommen. Was steht da? Ach so. Das ist nicht mein Kampf, ich gebe auf. Danke. Ich hoffe, dass ich auch gemeint war. Aber das mit dem Haschisch im letzten Part, das fand ich genial. Haschisch führt zu Bioterrorismus. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, klar, Drogen richten einiges an, aber das war schon nicht schlecht. Was hat er hier für ein Schild? Big Sales. Das würde mich ankotzen, wenn ich für ein bisschen Geld mich mit so einem Dings hinstellen müsste. Schlag doch zu, Herrgott, nochmal. Oh, ey, echt jetzt, ey. So, heil dich mal bitte schnell. Wow. Das ist doch schon wieder so ein... oder? Nee, ich dachte schon. Na, wirst du wohl... So, weg mit dir. So, noch ein paar Heldenpunkte gesammelt. Was ist das? Ach, das ist nur ein Schild. Behindertenparkplatz. So, was soll ich jetzt hiermit machen? Eigentlich zerstören oder wie war das? Upsala. Neue Kraft. Hier habe ich ein gutes Gefühl. Das ist das Ziel. Um eine nicht tödliche Schwefelbombe zu werfen. Okay. Passiv rauchen ist sowas von ungesund. Huch. Ich wollte die eigentlich mit Dreieck besiegen, aber egal. Okay, wollen wir mal weiterziehen? Zu dem nächsten Ziel. Aber ich muss sagen, die Grafik und so, das ist schon sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Nein, nicht draufschlagen. Ich muss irgendwie... Was? 100%? Ja, ja, ja. Ich muss irgendwie da... Kann ich hier drüber? Drüber, bitteschön. Nee, geht wohl nicht. Egal. Macht nix.
viele DOP-Typen gibt es in dieser Stadt? Na, zum Glück bist du ihnen überlegen, was eure Anzahl angeht, Mann. Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner sich schneller, unauffälliger und leiser bewegen kann. Und sie werden dich unterschätzen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Würdest du ihnen das bitte erklären? Dann geben sie ja vielleicht auf. Was, und ihnen die ganze Überraschung verderben? Hast recht. Ich frage mich, ob das jetzt auf dem Dach ist. Ich glaube schon. Wie kann ich denn nochmal hochspringen? Wie ging denn das? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss doch irgendwie... Oder soll ich mit dem Fahrstuhl fahren oder was? Das scheint so... Entweder ist er auf dem Dach oder hier dahinter. Aha. Mensch, Kontrollpunkte und Kameras an fast jeder Ecke. Die haben hier ja auch gewissermaßen den Heimvorteil. Außer, dass die hier nicht daheim sind. Erzähl es denen mal. Okay, da komme ich also nicht lang. Hoffentlich klappt's. Aschegeschoss. Wie schmeckt das? Halt. So. Muss ich noch was damit machen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Dann gehen wir mal zu dem letzten Ziel. Zeit wieder aufzutanken. So. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Naja. Gut. Was war das jetzt nochmal? Auftanken oder was war das? Ja, Rauch entziehen. Oh, jetzt habe ich ja erstmal genug. Okay, brauche ich Rauch eigentlich nicht, aber... Lecker. Lecker. Jetzt muss ich überlegen, wie ich dorthin komme. Kann ich hier durch? Reggie, das musst du sehen. Das DOP hat die Stadt völlig eingestampft. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. So funktioniert das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Besatzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Ich bin echt so begeistert von der Grafik von der Stadt hier. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist so toll gemacht. Oh, hier müsste es jetzt sein. Müsste.
Müsste, sollte, ist nicht. Panda King. Ich habe erst gedacht Burger King. Aber das wäre ja Schleichwerbung. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt machen würden. Nein, du sollst dich nicht festhalten. Ich muss doch irgendwie... Ist das auf dem Dach jetzt doch, oder was? Wie habe ich denn das gemacht gehabt, wo ich da mal aufs Dach gesprungen bin? Das weiß ich jetzt schon wieder gar nicht mehr. Komisch. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist bestimmt da oben auf dem Dach. Nur wie komme ich da jetzt hoch? Was steht da? Kern? Relays finden. Ja, super. Aber... So, jetzt bin ich schon mal hier auf dem Dach. Aber... Wie geht's weiter? Ein Auto ist ja auch irgendwie nicht in der Nähe, dass ich da irgendwie... Aha. Halt dich fest. Jetzt komme ich nicht da hoch. Doch. Ach Leute, warum geht denn das jetzt nicht? Ah. Nein! Ich wollte ihn doch nicht. Habe ich zu spät gesehen, dass der sich ergeben wollte? Das wird einfach fantastisch. Vorsicht da unten! Drücken Sie in der Luft Viereck, um einen Kometenfall auszuführen. Aha. Cool. Nicht schlecht, was? Wollt ihr es nochmal sehen? Also Delson ist wirklich ziemlich stark. Ich hab deine ganzen Kernrelais aufgebraucht. Mann, komm schon, ich brauche mehr! Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Von dieser Bioterroristensache bist du total aufgedreht. Such dir ein ruhiges Fleckchen und halt dich mal eine Weile bedeckt. Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super. Gib mir mehr! Nein. Ich bin mit einem Kollegen vom SPD auf einer heißen Spur. Aber wir unternehmen gar nichts, bevor ich nicht sicher bin, dass du nicht durchdrehst. Schon gut. Ich halt mich bedeckt. Was immer das auch heißt. Was immer das auch heißt. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass er da regelrecht süchtig von wird. Also das kann ich einerseits verstehen. Okay. So, was ist meine jetzige Mission? Okay, Delson, ich habe Informationen über das DOP-Kommunikationsnetz. Es gibt eine zentrale Antenne, über die sie die Bewegungen der kleineren Distrikte koordinieren. Okay, weißt du auch, wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Naja, du wolltest das Ding sehen, solange du hier bist. Hör auf, die Space Needle? Die Space Needle.
Hauptsache ist für mich, dass mein Bruder in Sicherheit ist. Also sein Bruder. Und nun? Was steht da? Schablonenkunst. Schalten Sie alle von, bevor Sie was auch immer machen. Köpfe werden rollen oder Zwergenflucht? Seitwärts halten. Ach so, den Controller, ja, ist gut. Ach ja, das wieder. Aber diesmal weiß ich ja, dass ich den Controller benutzen muss. Muss ich das alles überpinseln oder die latscht da zwischendurch? Ach so, es ist wieder eine Schablone, ja, alles klar. Ich habe euch ja, glaube ich, in einem Part gesagt, dass ich halt nur den Heldenmodus spielen werde. Weil ich halt der Meinung bin, dass er ein Held ist. Zumindest will ich ihn dazu bringen. Ich weiß, es gibt viele, die lieber Schurke machen, aber ich finde Held viel schöner. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt sowas, so ein Motiv macht. Eine Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Ja, auch nicht schlecht. Gut. Oh nein. Was ist das jetzt hier für ein... Was? Spießrutenlauf. Ach du Scheiße. Okay, Ratch, ich bin hier und du hattest recht. Und der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas... Das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Nieder. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein, 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 nein. Mach keinen Quatsch. Hey Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Wo kommen denn die Schüsse her? Ja, ich drücke doch. Ach, weißt du, es leckt mich doch. Was? Auf dem Dach, um sich in die Luft zu befördern. Ist ja kompliziert, ey. Ja, was sagen die noch gleich übers Passivrauchen? Wie war denn das jetzt nochmal? Ich muss nochmal näher ran, ich kann es nicht lesen. Was da jetzt stand. Führen Sie einen Rauchsprint in... Lüftungen, ach so. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey! Ich will kein... Ich hab's dir ja gesagt, hören, Ratch. Ich will nur... eine Antwort. So, die Frage, wie ich jetzt... wie ich jetzt da weiter hochkomme. Oder muss ich... da drauf? Ich muss sehen, wie ich jetzt hier... wo ich jetzt hier weiterkomme. Aha. Also doch hier drauf. Dachte ich es mir doch. Oh, also ich habe solche Höhenangst. Ich könnte es nicht. So. Nein. Du kannst doch hochklettern, Mensch. So, und nun? Ach, du großer Gott. Oh, Himmel, Herrgott, nee.
Tja. Halt. Ich wollte gerade sagen, da kann er sich doch bestimmt festhalten. Hatten die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt? Das habe ich vor lauter Angst losgelassen. Wo führt das Ding hin? Schöne Aussicht ist es ja, aber ich hätte Todesangst. Ich könnte mich gar nicht mehr von der Stelle bewegen. Ich vermute mal, ich komme jetzt so hoch oder auch nicht. Halt dich fest, Mensch! Ach, glaubst du es denn? Jetzt falle ich wieder runter. Oder muss ich auf den Fahrstuhl? Nee. Gibt's denn nicht noch eine Leiter oder sowas? Ich vermute, ich muss hier ringsrum. Das ist einfach mal meine Vermutung. Oh, übrigens. Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht so weit. Und nächstes Mal, lüg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas mehr, ja? Ich versuch's. Obwohl, ich glaube auch nicht. Warum sollte er böse Absichten haben, mein Bruder? Ich meine, gut, sowas gibt's natürlich, aber... Naja, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich jetzt hier weiterkomme. Oh, ich schwitze hier regelrecht, weil ich habe Angst, dass ich bis unten hin abstürze. Wenn ich da schon runter gucke, da wird es mir schon übel. Ich muss wahrscheinlich wieder rundherum, oder? Ich will ja nicht abstürzen. Boah, ich hab Angst. Ja toll, ich sehe gerade überhaupt nichts. Ich sehe nur die Füße. Ich stürze ab, ich stürze ab, ich stürze ab, ich stürze ab. Ach, das ist... Scheißdreck ist das, weil ich wusste jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich lang muss. Wie eine Spinne. So, hier war das ja... Irgendwie rundherum bin ich da, glaube ich. Genau. So. Und dann bin ich hier rauf. Das ist ja nicht allzu schwer. So, jetzt bin ich wieder hier. Irgendwie ist der Turm... Hat der was abgekriegt? Kann das sein? Ich probiere mal, ob ich hier hochkomme. Einfach... Nee. Halt dich ja fest, mein lieber Freund. Nein! Oder muss ich von hier aus? Aber ich glaube, das bringt nicht viel. Es ist wirklich nicht so leicht, das könnt ihr mir glauben. Ich würde ja gerne... Ah, da ist schon wieder ein Draht, das sehe ich. Aber... Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Oder ob ich halt erst dort rüber muss. Das kann auch sein. Ja, da war ich ja rüber gesprungen. Vor
Von dort aus könnte ich dann darüber, aber wie gesagt, ich muss erstmal darüber kommen. Die Zeit ist jetzt schon wieder auch schon überschritten. Also sehen wir uns im nächsten Part.